Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, beziehungsweise vielleicht, ja, sogar ziemlich sicher, neuen Folge Grim Tales, die Braut. Folge 9, glaube ich jetzt. Und wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei diesem schicken Wolfsversteck. Ich habe wie immer keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich weiß bloß, dass wir ein Wimmelbildspiel haben. Ich habe das letzte Mal vor einer Woche gespielt, das heißt, ich habe tatsächlich einiges wieder verlernt und vergessen. Aber ich denke, dass ich das dann doch wieder ganz souverän hinbiegen werde. Erstmal gucken, was wir hier haben. Eine 66 auf alle Fälle. Ein Wunder, dass es keine 69 ist. So eine versaute Sexstellung hier. Es fängt natürlich alles schon wieder super an. Erstmal hier natürlich alles vollgemüllt. Was brauchen wir denn noch? Ein Megafon. Ein Megafon haben wir da oben. Meißel, Gewürz. Hier ist der Meißel. Aber das Gewürz kann ja schon wieder alles sein. Ich meine, manche Menschen nehmen sicherlich auch Schnee als Gewürz, aber scheinbar unsere nette Tante nicht. Die will dann lieber was Ausgefallenes haben. Hier. Ninja-Stern habe ich auch schon gesehen, Mensch. Mikrofon ist hier hinten, leider nicht meins. Damenstiefel. Hier. Wunschlampe, Isolierband und Rasierklinge. Gut, da können wir uns gleich die Adern aufschneiden, dann ist das Spiel auch gleich vorbei. Mit dem Isolierband können wir uns dann notfalls wieder verbinden, weil, falls wir das doch noch ein bisschen spielen wollen. Und mit der Wunderlampe können wir uns dann einen Genie wünschen, der uns dann wieder hinbiegt. Aber zunächst finden wir den Hirsch und den Öffner. Ging ja doch eigentlich ganz flott. Jetzt haben wir Meißel gekriegt. Wir haben ja fast gar nichts im Inventar. So gut, können wir hier noch irgendwas machen? Vielleicht den. Nee, den Wolf können wir auch nicht abstechen. Ach du Scheiße. Ach ja, hier waren ja die ganzen Minispiele. Ist hier noch irgendwas? Wie gesagt, ich habe schon wieder wirklich keine Ahnung, was wir machen mussten. Ach, ich glaube, wir mussten hier die Rose rauskriegen. Können wir die vielleicht so rausmeißeln? Aha. Ja, natürlich, mit 4 gekonnten Meißelstichen holen wir die komplette Rose raus. Fühlst du dich etwas eiskalt? Der letzten Erinnerung bist du auch nicht gewachsen. Achso, bist auch du nicht. Ich habe mich gewundert. So, hä? Ja, bisschen Brain tot. Ach ja, genau, hier sind wir ja wieder im Keller. Übrigens, was ich mich so gefragt habe, das ist einfach bloß so eine kleine Gittertür. Ich würde mich hier unten voll beobachtet fühlen, wenn ich irgendwas rumschreibe. Okay, wir haben eine Rose. Ich weiß leider nicht, was wir damit machen müssen. Ich muss nach einem Notenschlüssel suchen. Wir müssen eine Lösung für das Problem finden. Hier ist eine Rose, perfekt. Dann passt die da mal rein. Und wir kriegen einen Schlüssel und ein Dreieck. Also wenn das Spiel nicht von den Illuminaten beherrscht wird, dann weiß ich auch nicht. Das muss einfach so sein, schon dieser Typ immer mit seinen Dreiecken auf dem Kopf. Es ist unglaublich. Die Treppe. Versucht der Dämon nun etwa mich aufzuhalten? Oh nein. Moskitos. Was soll das denn jetzt? Die Treppe ist soeben verschwunden. Was geht hier vor sich? Keine Ahnung, aber der Kronleuchter schwingt auch ganz schön. Mal wieder schwingt. Sieht so ein bisschen behindert aus. Ah, okay, ist ja nicht mein Spiel. Okay, zum Esszimmer. Was haben wir hier noch? Da ist noch ein Schrank. Können wir hier eventuell den Schlüssel reinpressen? Nee. Ansonsten ist hier noch ein Mosaik. Hier fehlt aber eine Buntglasscherbe. Und das wird wahrscheinlich nicht das Dreieck sein. Das hätte ich mir schon fast denken können. Was sollen wir dann machen? War hier noch irgendwo was? Luisas Zimmer. Aber hier war nur... Ja, okay. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Da war der Notenschlüssel. Hier ist auch nichts mehr. Ach, hier. Genau, die Uhr. Die Uhr können wir hiermit aufschließen. Ja, war ja irgendwie klar. Information. Finde übereinstimmende Paare, indem du mit den Uhrzeigern auf je 2 zusammengehörige Objekte zeigst. Okay, ein Steuerrad wäre mit dem Schiff vielleicht verwandt, aber das gibt's hier nicht. Ach hier, Anker. Schloss und Schlüssel. Musiknote und Musikinstrument. Ananas und Banane.
Köcher und Bogen und natürlich zu guter Letzt Pinsel und Dings. Und wir kriegen Uhrzeiger. Hätten wir die nicht auch so rausziehen können, einfach ohne das Minispiel? Naja. Uhrzeiger haben wir auch irgendwo gebraucht. Aber wo? Hier war es, glaube ich, nicht. Hier kommen wir ja eh nicht hoch. Notenschlüssel können wir auch schlecht reinpressen, ne? Ich bin leicht überfordert. Wo haben wir denn Zeiger gebraucht? Oder ein Dreieck? Ich gehe nochmal runter einfach jetzt. In den Keller. Da wollte ich eigentlich sowieso hingehen. Was war denn hier? Okay. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwas einsetzen. Eine Tür mit ein paar Rittern. War ja klar. Ein Rubinmedaillon. Sonst können wir ja aber auch nichts mehr machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was sollen wir denn mit dem Rubinmedaillon machen? Können wir damit vielleicht jetzt endlich hier den Schrank aufschließen? Nein. Hä? Können wir vielleicht den Kronleuchter irgendwie runterschießen? Dass uns auf den Kopf fällt. Richtig schön, volle Breitseite. Ich, weiß es nicht, hilf mir. Was können wir denn noch anklicken? Außer hier hinten die Tür. Das war's doch endlich schon. Und die können wir ja wohl schlecht mit Uhrzeit. Ja, ich habe damals auch viele Ritter gekannt, die haben dann mit Uhrzeigern ihre Lanzen gebaut. Verbinde das Kabel rechts mit dem links. Schließe den Stromkreis, indem du die drei Walzen mit Hilfe der Falltasten drehst. Ja. So ein Schwachsinn. Haben wir hier auch einen Dreier? Ja, haben wir. Na, schon wieder so profihaft, ey. Meine Güte. Zum Kellerkorridor. Diese Musik. Das Schlüsselloch ähnelt einem Löwenkopf. Ja, war wahrscheinlich nicht löwig genug. Jetzt haben wir hier noch ein Tor. Es ist unmöglich, das Fallgitter zu heben. Ich muss die Schlösser mit drei seltsamen Schlüsseln öffnen. Der hier wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Wir brauchen so eine Axt und so ein Haarbüschel oder Kackehaufen und hier so einen kleinen Hasen. Die müssen wir uns noch irgendwo ergattern. Guck mal, hier passt doch bestimmt das Rubin-Medaillon. Ach du Scheiße. Betätige die Tasten in alphabetischer Reihenfolge. Du musst aufeinanderfolgende Buchstaben der gleichen Reihe bzw. des gleichen Kreises klicken. A. B. Hä? C. Das ist schon wieder so ein Spiel, ey. D. A, B, C, D, E. E. F. F, 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 F. Was ist, wenn es das nicht gibt? A, B, C, D, E, F. Ist doch dann F oder nicht? Aber hier gibt's kein F. Toll. Jetzt habe ich jetzt verloren oder was? Hier ist ein F. Kann ich aber nicht draufklicken. Hä? Ich fühle mich schon wieder so verarscht, weißt du? Toll. A, B, C, D, E, F. Hä? Da war doch ein F drin. Manchmal muss ich es nicht verstehen, oder? Hä, warum? Es ist mir einfach nur ein Rätsel. A, B, C, D, E, F, G brauchen wir dann ein G. Komm, zeig dich G. Ganz ehrlich hier, es ist schon wieder so ein Spiel. Hä, ich dachte, ach so, wir mussten eigentlich, ich dachte, wir müssen, oh nein. Was war das denn? Das ist ja unglaublich, eine mysteriöse Hand aus der Wand. Wie grausam, jede Wunde, jemand wurde in der Wand eingesperrt. Ja, kommt drauf an, wenn er scheiße ist, dann kann ich das ganz gut verstehen. Wir können ihn jetzt aber auch nicht so einfach rausholen, ne? Ich frag mich,
Das war hier wieder... Es war hier einfach an zwei Häkchen befestigt und wir mussten dieses Rätsel lösen. Beziehungsweise halt der Lösen-Button. Und was finden wir? Wir finden einen nackten Mann. Ja, nackte Tatsachen, würde ich sagen. Eine Ballerina, hier steht sie doch ganz groß. Warum kann ich die nicht anklicken? So, nee, ernsthaft jetzt. Hier ist die Ballerina. Die hat mir zwar besser gefallen, aber... Was soll's? Ein Dolch hat er hier natürlich in seiner Hose stecken. Vom Strippen gestern Abend. Hier ist ein Vorschlaghammer. Eine Krake. Ja, weiß nicht. Ist eine Spinne. Zählt die auch? Hat der auch 8 Beine. Oder hat eine Spinne 8 Beine? Ich glaube, das kommt hin. Nee, ich glaube mehr. Ich guck mal in der Regel nicht so oft Spinnen an. Daher kann ich auf die Frage schlecht antworten. Aber ein Kraken sieht... Ah doch, hier ist ein Krake. So, 1, 2, 3, 4. Okay, 8 Beine. Ja, war richtig. Bia Schlüssel. Bia habe ich schon gesehen. Das war schon... Ich dachte schon, das war schon so auffällig. Der Schlüssel hängt hier unter seiner Achsel. Kirsche, Lilie und Teetasse. Tea Time. Hier ist die Teetasse. Eine Kirsche. Da komme ich jetzt leider nicht ran. Ah ne, hier hängen auch noch 2. Lilie, was ist denn eine Lilie? Ist das irgendwie so ein bisschen pflanzenmäßig? Wahrscheinlich, ne? Ist das eine Lilie? Nee, ist das Efeu, ne? Weiß nicht, was damit jetzt gemeint ist. Ich mache einfach mal weiter. Außerdem hängt hier ein Notenschlüssel. Warum können wir den nicht mitnehmen und dann... Und das dann da oben reindrücken ins Klavier. Könnte doch passen eigentlich. Ist das eine Lilie tatsächlich? Das ist ja unglaublich. Ein Spiegel. Den finden wir bestimmt in unserer rechten Hosentasche. Nee, hier ist er. Eine Schildkröte ist da. Ah, Mensch, das geht ja voran wie nichts. Ein Vorschlaghammer wäre auch nicht so gewesen, als hätten wir uns den einfach nehmen können. Nein, wir müssen natürlich erstmal ein riesiges Rätsel lösen. Na komm, hau rein in den Eis. Oh, ich dachte... Mach nochmal. Nochmal. Schade, jetzt ist er natürlich abgebrochen. Ja, mal, das war ja sowas von klar. Und ich wette, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Habe ich recht? Nee, komm nicht. Aber dafür kommt hier so ein ganz netter, hässlicher Mann. Ich gucke mir erstmal die Wand an. Auf der Wand ist ein Schädel zu sehen. Das muss ein Hinweis sein. Hätten wir einen Vorschlag gemacht, hätte ich gesagt, komm, wir öffnen mal die Tür. Aber selber schuld. Ich hatte schon alle Hoffnung verloren, dass mich jemand hier findet. Dein verschwunden glaubter Vater steckt hinter allem. Er ist böse. Er tauchte kurz vor Hochzeit auf. Zunächst war Luisa froh, ihn zu sehen. Ich vertraute ihm, doch ich hätte sie vor ihm beschützen sollen. Na Mensch, wer bist du jetzt? Herr Gray oder was? Tatsächlich, Gray ist verzweifelt und seine Geschichte... Was? Und seine Geschichte, dass sein Vater hinter der Sache steckt, ist unglaublich. Das mag vielleicht tatsächlich sein, aber... Gut. Ein Bilderrahmen, aber wo ist das Bild? Weiß nicht, mach doch eins. Hast du bestimmt so einen schönen Selfie-Stick, kannst dich mal neben den setzen, erstmal ein Foto knipsen für Facebook. Verstehst du? Mann gefunden, der braucht Hilfe, erstmal ein Foto für Facebook. Das muss einfach sein. Hier war schon wieder ein Mikrofon, meine Fresse, hier ist ja ordentlich was los, ey. Wenn ihr wohl so eine riesige Party gemacht haben, so eine Let's Play Party. Ein Ring. Ja, das sind immer solche versteckten Dinge, weißt du, die sind dann immer so mickrig klein, die muss man dann... Oh, okay, ich hätte mir das anders gerechnet. Eine Feder haben wir auch gleich hier. Eine was? Nofretete? Nofretete. Nofretete. Was ist eine Nofretete? Ist das eine Nofretete? Na, keine Ahnung. Schädel. Müsste eigentlich ganz offensichtlich sein. Hier ist er. Ein Hut, Palette und Federball. Eine Palette ist für mich eigentlich was anderes, denn ich vermute nicht, dass hier so eine Europalette rumgammelt. Ach, so eine Palette. Ich dachte hier eigentlich das Ding hier. Ist so ein bisschen aus wie so eine Palette. Ein Hut ist hier oder da. Das ist aber auch ein Hut hier, oder nicht? So eine Melone ist das, glaube ich. Ein X habe ich auch schon irgendwo gesichtet. Und eine Lampe haben wir dann auch hier. Nochmal so ein Genie. Puzzleteil hängt hier an der Wand. Und eine Nofretete. Ich weiß echt nicht, was das sein soll. Ach so, Federball. Ich dachte gerade schon.
Nofretete? Was soll denn eine Nofretete sein? Ah, so ein Großkopf. Ein Puzzle. Sagen wir jetzt nicht, wir müssen puzzeln. Ich hab's gewusst. Information. Löse das Rätsel im Rahmen. Mit der rechten Maustaste kannst du die Puzzleteil drehen. Ach du Scheiße. Hier ist irgendwas. Also wenn ich kein Profi bin. Guck mal, hier ist Himmel. Das passt auch. Immer erst den Rahmen vervollständigen. Das ist das A und O bei Puzzeln. Die Frage ist nur, wo zur Hölle... Hä? Ist das nicht so rum? Das sieht irgendwie richtig aus. Ah, gut. Hier ist noch was vom Himmel. Können wir... Können wir das vielleicht irgendwie auch hier hin? Ah, ja. Was haben wir denn hier noch Schönes? Sogar schräge Puzzleteile. Die müssen ja eigentlich dann auch hier hin. Hier ist noch was vom Rand. Das könnte... Ja. Hier. Unten. Es ist ein bisschen verwirrend, aber ich denke, es ist machbar. Ich sehe auch langsam mal nicht mehr durch hier die ganzen Puzzleteile. Ich sehe gar nicht mehr, welche eingesteckt wurden, welche nicht. Hier ist noch was. Muss ja dann so rum... Hä? Oder auch nicht? Ach, keine Ahnung. Hier noch ein schräges. Oh, ist das schräg, ey. Ja. Jetzt wird's ein interessanter auf alle Fälle. Hier ist noch ein Liebespaar. Da müssen wir nochmal gucken, wo das hingehört. Das kann ich bis jetzt noch nicht richtig identifizieren. Genau wie das hier. Ah, das war Zufall. Ah, guck mal, ja, da ist doch hier die hotten beiden. Ach nee, die sind ja noch gar nicht eingesteckt. Scheiße. Haha. Welche fehlen jetzt noch hier? Der und der. Und die nächste Erinnerung. Kommt der coole Typ jetzt nochmal? Nö. Ich glaube, der hat jetzt Urlaub. Luisa und Gray sind wirklich ineinander verliebt. Ihre Streitereien gelöst. Mhm. Ganz bestimmt. Erst schlagen und dann natürlich fein übers Haar streicheln. So mag ich das. So, hier haben wir einen Wald. Oh nein. Ein unglaublich böser Dämon. Der Dämon versucht mich aufzuhalten. Ich darf ihm nicht vertrauen. Ich weiß eigentlich, jetzt mal ernsthaft, es kann doch nicht so schwer sein, jemandem nicht zu vertrauen, oder? Ist so meine Sache. Hm, vielleicht hat ein Holzfäller hier seinen Verbandskasten hinterlassen. Abgeschlossen. Ja. Hier haben wir noch... Was ist das denn? Das Rad ist kaputt und bloß nennen kann ich es nicht reparieren. Können wir vielleicht Teer reinschmieren? Nee, können wir nicht. Okay, tut mir leid. Der Baum ist natürlich wieder komplett zugemüllt. Ich will gar nicht wieder anfangen mit Greenpeace. Es ist einfach nur unglaublich. Ein Anker, der natürlich hier mitten im Wald... Ach nee, so ein Anker. Hätte jetzt noch gefehlt, so ein fetter Titanic-Anker. Hier in der Einöde. So, ein Hermesstab. Und bringt Hermes immer seine Pakete. Aber ehrlich gesagt, ich bestelle nicht bei Hermes. Deswegen kann ich ja nicht sagen, wie ein Hermes-Paket... Alter, wie ein Hermes-Paket aussieht. Ich klicke die ganze Zeit irgendwo hin, es klappt auch noch. Meine Fresse. Ich suche eigentlich die ganze Zeit diesen Hermes-Stab. Steht tatsächlich Hermes-Stab. Was soll denn das sein? Na, egal. Kessel haben wir hier. Ein Kessel buntes. Blume und Eichhörnchen. Naja, kann man ja auch mal verwechseln. Wo sind sie denn? Hier ist schon wieder eine Schildkröte. Also irgendwie... Lassen die diese Wimmelbild-Design auch nichts Neues einfallen, kann das sein? Kommt mir langsam so ein bisschen vor. Irgendwie findet man immer dasselbe in diesen Wimmelbild-Spielen. Eine Blume und ein Hermesstab. Hermesstab weiß ich nach wie vor nicht. Blume ist hier. Hermesstab. Kann ich mal wieder ein bisschen rumklicken. Ansonsten muss ich halt lösen. Weil ich weiß nicht, was damit gemeint sein soll. Kann ja alles sein. Gib mir mal einen Tipp.
Ach, so ein Heilding. So, jetzt weiß ich ja. Okay. Ich hab an eine Postfirma gedacht. Tut mir leid. Hier kommen wir noch nicht rein. Die sind immer noch nach wie vor verliebt. Warte, wohin? Zum Seeufer? Zum Seeufer, okay. Ein Boot. Ich kann das Leck bestimmt mit etwas reparieren. Dann mach mal. Ich frage jetzt bloß, wie du das Wasser rauskriegen willst. Boot umdrehen ist der ja sicherlich zu anstrengend. Toll, hat der nicht viel gebracht. Hier ist noch was. Ein Zahnrad. Natürlich. Unterhalb der Brücke.